Hallo liebe Freunde, herzlich willkommen in meiner Kalinkas Küche. Heute bei mir auf dem Plan backen. Wir backen jetzt erst die Plätzchen, aber nicht Weihnachtsplätzchen, sondern eine kleine Geister. So eine Herbstplätzchen, vielleicht auch zum Halloween. Bei uns hier im Ort feiert sowas nicht so, habe ich groß nicht gesehen, aber in die anderen Orten feiert er schon. Und vielleicht einer oder die andere möchte gerne mit ihren Kindern oder Enkelkindern vielleicht sowas nachbacken. Sowas ganz Süßes. Und geht es so einfach. Einfach Herzchen ausstechen und aus halbem Herz ein kleiner Geist basteln. Und wenn ihr natürlich Interesse habt, wie habe ich das heute gebacken, dann bleiben Sie bei mir und ich werde euch es zeigen, Schritt für Schritt, wie immer. Und ich möchte mein ganz herzliches Dankeschön aussprechen für meine Mitglieder. Vielen Dank für eure Unterstützung. Zuerst werden wir gesiebte Mehl mit dem Mandel, gemahlenem Mandel und Prise Salz vermischen. Und stellen wir in die Seite. In die andere Schüssel geben wir weiche Butter, Zimmertemperaturbutter und den Zucker und werden wir das richtig gut aufschlagen. Schaut, so richtig schön cremig geworden. Geben wir dazu ein Ei. Kann man dazu geben Vanillinzucker oder Vanilleextrakt, ungefähr so ein Teelöffel. Und dann brauchen wir noch Zitronenschale. Ich nehme gleich frische Zitronenschale und reibe da einfach rein. Nur das gelbe Schale abreiben, nicht das weiße. Kann man auch getrocknete Zitronenschale geben. So. Und werden wir wieder das alles gut verrühren. Und jetzt kommt das Mehl. Erstmal nehme ich noch meinen Mixer und danach einfach mit der Hand. Geben wir den restlichen Mehl dazu. Und rasch werden wir den Teig herstellen. Geben wir auf den Tisch und machen wir zu so einer Kugel. Nun ganz schnell alles zusammen zu einem so einen gleichmäßigen Teig machen wir. Geben wir das alles in den Beutel und stellen wir in die Kühlschrank für mindestens 30 Minuten. Kann man auch für eine Stunde. Es sind jetzt 40 Minuten vergangen und ich habe den Teig aus dem Kühlschrank rausgenommen. Richtig schön kalt und können wir jetzt es machen. Ich teile es mal auf die Hälfte und eine Hälfte lege ich zurück in den Kühlschrank. Die Hälfte werden wir ausrollen. Nehmen wir ein bisschen Mehl und rollen wir aus. So, ich habe ausgerollt ungefähr so 2-3 mm. Schaut. So. Dünn, weil wir wollen zwei Plätzchen zusammenkleben. Und jetzt brauchen wir ein Herzchen ausstechen. Kann man ein großes machen und auch ein kleines. Dann werde ich euch gleich zeigen an einem, was ich vorhabe. Wir teilen hier bei dem Herz in die Mitte bis zur Spitze auf. Die Spitze biegen wir ein bisschen so seitlich. Egal in welche Richtung, wie ihr es gerne möchtet.
Und dann machen wir ein lustiges Gesicht. Erstmal machen wir Mund. Kann man größer, kann man kleiner machen. So. Und für die Augen habe ich gedacht, ob es klappt vielleicht mit den Triebkrörchen. Oder das werden die zu kleine Augen sein. So, und dann haben wir sozusagen Auge und Mund für einen kleinen Geist. So soll es aussehen. Bis auf die Hand, die Globe sieht man. Und dann, wenn wir noch dekorieren, dann wird es noch hübscher. Es könnte die Augen ein bisschen größer sein. Ich habe noch so eine Metall-Trinkröhrchen. Ich probiere mit dir, weil ich habe dafür. Ja, das sieht doch viel hübscher. Schaut. Und so dekoriere ich die alle. Erstmal machen wir so, dass wir von einem Herzen haben eine ganze und eine ausgedruckte. Oder ein Herz normal als untere Plätzchen. Brauchen dann nun so machen. Und natürlich auch so ein bisschen biegen. Und dann haben wir eine Plätzchen ganz und eine Plätzchen mit dem Gesicht. Und dann später werden wir Marmelade oben drauf machen und diese mit dem Gesicht oben drauf machen. So habe ich mir gedacht. Und so machen wir es. Ich denke, die Kinder werden wirklich freuen sich, so eine Plätzchen zu bekommen. Und so genau mit den Kleinen. Dann werden die das sozusagen kleine Geister, große Geister und kleine Geister auch auf die Hälfte machen. Bisschen eng biegen. Und so sehen die dann aus. Jetzt mache ich erstmal meine Plätzchen alle fertig und dann sehen wir uns wieder. So, ein Blech habe ich jetzt fertig gemacht. Mein Backofen habe ich auf 180 Grad Ober-Unterhitze vorgeheizt. Kann man auch mit 160 Umluft nehmen und gehen die jetzt Plätzchen ungefähr für 10-13 Minuten backen. So, nach 12 Minuten hole ich die raus, weil die Spitzen sind schon richtig braun geworden und stelle mein zweites Blech rein. So, die erste schon können wir auch dekorieren. Suchen wir uns Pärchen, was miteinander passt, geben wir da ein bisschen Gelee oder Marmelade. Ich habe etwas warm gemacht und gut so gerührt. Dann geben wir drauf mit Gesicht, so, dass die Marmelade richtig durchkommt. Und legen es mal an die Seite und machen wir die alle so fertig. Und wenn mal beim Reindrücken irgendwo rauskommt, kann man gut das abmachen. Und so machen wir die jetzt erstmal alle fertig. So, meine Lieben, schaut ihr, wenn wir die dekorieren, wie cool sehen die aus. Und jetzt werden wir noch ein bisschen mit Puderzucker bestreuen. Und voilà, so sehen die aus. So, liebe Freunde, ich habe noch ein bisschen zu tun, alle die fertig zusammen zu machen und euch wünsche viel Spaß mit eurer Kinder oder Enkelkinder diese kleine Geister nachzumachen oder vielleicht nehmt mal andere Muster. Ich wünsche euch viel Spaß, eine gute Kaffeezeit. Würde mich natürlich sehr freuen über euren Kommentar, über Daumen hoch. Vielen, vielen Dank, liebe Freunde. Und wenn ihr meinen Kanal weiterteilt, bin ich euch auch sehr, sehr dankbar. Ich wünsche euch alles Gute und bis zum nächsten Mal. Tschüss!